Jo, hallo, mein Name ist Lerbinator und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Und zwar spielen wir heute Slither.io. Das nennen einige ja so ein bisschen das Nachfolgespiel von Agario. Und das ganze Spiel hat auch einen YouTube-Kanal, eine Facebook-Seite, einen Twitter-Account, hat Grafikeinstellungen, die man verändern kann, wo ich nicht weiß, worin da der Unterschied liegt. Aber auf jeden Fall gibt es da anscheinend einen. Ja, und dann sage ich mal 3, 2, 1, go. Und ich habe mich LerbiTV genannt. Und ich hoffe jetzt mal, das Spiel nicht laggt. Nicht wundern. Das Ganze ist in so einem komischen kleinen Bildkastenformat jetzt bei euch, denn wahrscheinlich im Video. Weil, wenn ich das anders habe, beziehungsweise, ja, anders habe, dann laggt das Spiel bei mir. Und jetzt laggt es. Also, das Spiel laggt nicht bei mir, sondern das Bild. Ich hätte einen FPS-Einbrüche in den Bildern und naja, es wäre ziemlich kacke. Ist aber jetzt ein bisschen kacke, genauso dass ich auf meinem Desktop hier spiele. Aber auf jeden Fall sind meine Encoder-Einstellungen zu falsch eingestellt, steht da, und naja, das fuckt ab. Yay, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Vielleicht nehme ich gleich auch einfach nur Gameplay auf, probiere ich zumindest. Und werde das danach kommentieren oder so. Wow, der hat mich jetzt gekillt. Wow, das passt gerade richtig zu dem, was ich hier gerade. So, ich kann das Ganze jetzt mal hier groß machen. Ich mache es mir jetzt mal wie so ein Splitscreen. So, eine Seite das hier. So. Und andere Seite. Ey. Nicht schließen. Und andere Seite. So, das hier. So, play again. So, jetzt sehe ich das Ganze. Jetzt meine Codierung überlastet, erwägen Sie Ihre Videoeinstellung zu variieren oder benutzen Sie eine schnellere Encoder-Voreinstellung. Mann, ey, fuck das ab. Aber ich glaube, das Bild läuft jetzt flüssig. Und das soll's ja. Achso. Und das soll's ja, ja. Und falls ihr gerade davor noch Gameplay seht oder ja. Naja, auf jeden Fall sind das die Probleme eines YouTubers. Der einen Rechner hat ja. Ah, ich habe keinen Rechner, ich habe nur einen Laptop. Bei 840, ich habe die 840 NMM von Nvidia. Ist die Grafikkarte, die ich drin habe hier beim Laptop. Und ja, für einen Laptop ist es eigentlich relativ gut, aber ja, also relativ. Liegt auf relativ. Na, ist den Typen haben wir auch gekillt und vielleicht haben wir gleich Glück und kriegen den auch noch und den anderen auch noch. Nice. Den auch noch, nice. So kann man sich nämlich wunderbar hocharbeiten, Slither.io. Einfach ein paar Gegner gegen sich fahren lassen. Brauchen wir auch keine Tricks oder irgend so ein Quatsch. Gucken, ob der sich jetzt gleich boostet und gegen mich boostet. Wenn ich vielleicht Glück haben. Ich nehme das Ganze jetzt auf. Kann sogar sein. Also das Bild sieht wie gesagt flüssig aus. Ich hoffe, es ist am Ende in dem kompletten fertigen Video dann auch. Und wenn ja, dann wäre ich echt froh darüber, weil ich gerade gestorben bin. Weil ich gerade richtig gefährt habe. Na, 1150.7 Punkte sind gar nicht so schlecht, aber ich spiele mal noch ein drittes Game und hoffe, dass es einfach besser wird. Und ja. Das ärgert mich heute ziemlich, aber was soll man machen? Ist halt so und kann man nicht ändern, aber egal. Vielleicht habe ich habe jetzt hier gerade sogar ein bisschen Glück gehabt. Ich bin 170 von 531. Haben die Länge von 531. Wow, cool. Jetzt sind es noch 518 Spieler auf dem Server hier, auf der Map hier. Achso, man sieht bei so links unten den Rang, den man auf dem Server ist und auch wie groß man ist, beziehungsweise wie lang man ist. Und ich habe gerade einen extrem großen gekillt und bin selbst gestorben und das fuckt mich ab, weil. Naja, jetzt habe ich wieder flüssige FPS. Ich sag schon, ja, das Bild war gerade eben gerade war dieses Encoder-Video-Dings hier nicht überlastet.
weg und dann bin ich glücklich und ja, freue mich. Mal gucken, ob wir nochmal so einen dicken Fisch gleich kriegen können, vielleicht. Ich werde mal gucken, dass ich das Video vielleicht auf 10 Minuten lasse, allerhöchstens. So, just for real. Achso, man sieht links unten halt Rang und Masse, oben rechts Leaderboard und unten rechts hat man noch eine kleine Live-Map. Ich habe aber nicht so wirklich einen Plan, was diese weißen Punkte auf der Live-Map bedeuten sollen. Vielleicht mal, wo vor 5 Minuten einer war, weil ich habe mal geguckt und bin da weiter außen zu so einem Punkt hin. Da war aber nichts. Und das ist dann, naja, Fail. So, die sind alle ziemlich klein. Ich will einen richtig dicken Fisch killen. Wie diesen pinken da. Diesen Regenwurm halt. Wie es. Und Slesayo. Nice, da habe ich ein paar gekillt und bin 145 von 500. Wow. Hat eine Länge von 836. Mein Rekord war jetzt über irgendwas 1015 in dieser Runde. Mein eigentlicher Rekord liegt, glaube ich, bei 20.000 irgendwas. Vielleicht packe ich euch ein paar Screens auch rein. Und ich bin gerade schon gestorben. Ah, mein Leben ist zerstört. Ich muss verrecken gehen. Nein. Also, nächste Runde. 23, go. Komm. Auf wen Italiener killen. Nein. Ach komm, den lassen wir mal in Ruhe. Hier diese großen Dinger. Also, ich glaube, das Spielprinzip versteht man so beim Zugucken. Man fährt mit dem Mauszeiger über diese Map rüber und sammelt halt sowas hier ein und lässt sich töten. Und, naja, ist. Ja, lässt sich töten. Und man versucht halt der Größte zu sein und wenn irgendjemand anders gegen einen fährt, dann stirbt dieser. Ja, das Spielprinzip ist immer ziemlich simpel. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier irgendwie mal ein Ende von den beiden kommt, von einem Jahr. Der Orange hat sich gerade geboostet. Wenn man sich boostet, hinterlässt man hier so eine Punkte. Seht ihr jetzt gleich mal bei mir, da guckt, da kommen hinter mir so eine lila Punkte. Ja. Und man versucht hat, der Allergrößte zu sein und kennt die Gefahr. Ja. Und was ich versuchen werde, dass ich bis Mittwoch ein cooles Gameplay, ein Gameplay aufzunehmen von einem Spiel, von dem ich schon gehört habe, wo mir einer auch gesagt hat, mach das doch mal auf deinem Kanal. Das ist bestimmt toll und so. Ja. Ach so, und die Audioqualität wird jetzt, glaube ich, etwas schlechter, weil ich gerade aufnehme nur mit OBS rein, mit OBS, weil ich gerade noch mit Audacity noch weniger FPS hatte und ja, meine CPU-Auslastung krepiert dabei komplett und so. Ich weiß nicht wieso und warum und weshalb, will ich auch gar nicht wissen, aber ich glaube, bei meinem Ding ist wahrscheinlich. Ach, den wollte ich jetzt kriegen eigentlich. Rang 218. Oh, 8 Minuten 23. Komm, 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 komm. Du willst mich killen, du willst mich killen, du willst mich killen. Soll ich dich trollen? Nein, soll ich nicht. So. 8 Minuten 31. 8:31. So, zack, zack. Guck mal, ich bin genauso lang wie du. Ha, ha, ha. Wieso verbisst der sich? Ich wollte auch Freunde sein mit dir. Ich wollte doch Freunde sein mit dir, ja. Dieses Deutsch gerade, aber egal. So. Der boostet sich der eine lilane hinter einem gelben her oder so. Vermute ich jetzt mal. Der Grüne hat da verfluchtes Lack, dass er durchkommt. Und ich schlänge mich jetzt mal hier hinter dem Grün. Und hinter. Was sind denn das für komische Zwischen. Meins. Mein Freund. Ja, das ist ein großer verreckt. Dann gehe ich mal hier in eine Richtung. Ich glaube, mir kommt gleich ein, der eine entgegen hier. Oder auch nicht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ordentlich an Masse zugelegt. Sind schon Rang 110. Aber die 10 Minuten sind gleich um. No, was machen wir? Wir machen einfach länger. Also wie gesagt, ich hoffe, es geht jetzt von der Audioqualität klar.
Bist du dumm oder bist du dumm? Du kommst hier nicht durch. So, aber mittlerweile bin ich schon so etwas größer. 109, da bin ich mittlerweile schon auf diesem Server. Und wenn ich jetzt gerade straight ausgehe, vielleicht geht irgendwer in diese Falle rein. Ich habe nämlich, oh, da ist die Map. Ich muss aufpassen, dass ich nicht von dem lilanen, von dem großen lilanen gesnackt werde. Ja, was macht dieser blaue? Oh, ich drehe mich in mich selbst und bin weg, mein Freund. So einfach geht das hier. Oh! Nein! Mano, hätte ich mich nur eine Sekunde früher geboostet. Naja, 1892 ist das beste Ergebnis für die Aufnahme jetzt. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Blubberdi.